Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Das ist sicher nichts für ein schwaches Gemüt. Sollten dir die aufgezählten Dinge nicht zusagen, schau doch auf dem Kanal vorbei, denn da gibt's auch noch schöne Minecraft-Let's Plays. Ungeheuer guten Tag, gute Nacht, guten Abend, guten Morgen. Es geht weiter mit Outlast. Wir sitzen seit der letzten Folge im Aufzug hier fest. Weil dieser Doktor sich einfach mal gedacht hat, ach ja, YOLO, ich geh mal dazwischen. Aber ich habe schon gesehen, hier oben geht's jetzt raus. Und dann gehen wir mal raus. Das Blöde ist nur, ich habe gerade eine Batterie in der letzten Folge verbraucht. Was ein bisschen doof war. Ja. Vor lauter Hektik habe ich den falschen Knopf gedrückt. Passiert. Was ist eigentlich gerade unsere Aufgabe? Erreiche Hauptgeschossmine. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, verbrennende Köpfe. Festmal für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, das ist die Kanalisation. Okay. Nee. Okay. Aber hier geht's hoch oder runter? Gehen wir erstmal hoch. Sollen wir hoch? Ja. Nee, hoch bringt uns nichts. Hast du nicht versucht aufzumachen? Da ist gar keine Option gewesen. Ah. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir runter. Hm. Hier passen wir zwischen. Aber hier könnten wir nochmal gucken, ob es hier was... Da ist Batterien! Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Pass auf. Okay. Hier gibt's kein Minecraft an dem PC. Was ich sehr schade finde. Passwort. Ja, das kenne ich leider nicht. Und ich bin auch nicht so ein böser Hacker. Deswegen lasse ich das. Okay. Gucken wir langsam hier raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Und wieder rein. Okay. Hier sieht alles noch relativ ruhig aus. Der PC hier hat einen schönen Bildschirmschoner. Speichern. Musik ist ein bisschen Depri gerade. Gott sei Dank, sie leben. Das ist der Doktor. Nein, das ist der Priester. Das ist der Priester. Schon Angst, diese. Treffen Sie mich draußen. Wir sind dicht dran. Finde einen Weg zu Vater Martin. Okay. Hier brennen Dinge im Waschbecken. Ja, Hände und so. Standard halt, ne? Hier ist aber auch, soweit ich sehe, jetzt nichts. Hier ist ein bisschen Rauch drin. Dann gehen wir mal wieder weiter. Dann gehen wir mal links entlang. Es ist sehr dunkel hier. Ich sehe hier außer mit meinem Nachtsichtding gar nichts. Es hört sich nicht gut an. Okay. Warum schon mal spinnt, er kann sich verstecken. Okay. Wir gehen vorsichtig weiter. Gibt ja auch so Angst. Da geht's lang. Da ist eine Notiz. Hier ist. Guck mal rechts, war da noch irgendwas? Mit Batterien oder so? Nee.
Nee. Hier ist auch sonst niemand, der uns verfolgt oder so, deswegen. Also jetzt gerade in die Spins rein. Müssen wir nicht. Gehen wir mal hier weiter. Gucken wir mal. Was sich hier hinter verbirgt. Okay. Wenn es so still ist, dann ist das das Schlimmste. Hm, das ist schlimmer, als wenn jemand hinterherläuft, ey. Okay, gucken wir mal um die Ecke hier. Hier ist nix. Da muss wahrscheinlich rein, oder? Da könnte ich hoch, aber erstmal gehe ich nach da. Vielleicht liegen hier noch Dinge herum. Da ist eine Tür. Oh, da Batterien. Okay. Ansonsten sieht es hier nicht so aus, als würde es irgendwas geben. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Oh, hier ist ein bisschen. Hier hat jemand mit Feuer gespielt, das macht man auch nicht. Da sitzt jemand. Ich muss es anzünden. Alles. Markov hat viel genommen und benutzt. Da komme ich nicht. Da komme ich nicht durch dank diesem Spast. Neues Ziel. Schalten Sie die Sprengkleinlage ein. Okay. Oh, 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 oh. Das ist zu heiß. Okay, dann wird's jetzt. Hm, komm ich nicht rüber? Ach so, hier kann man drunter. Ah. Okay. Hier ist jetzt erstmal soweit nix. Dann gehen wir weiter. Leute, Leute, Leute. Was ist da los bei den Firma von den Leuten? Cafeteria. Da ist nix. Da geht's auch nicht lang. Da könnte man uns zwischenquetschen. Da ist sehr dunkel. Gehen wir erstmal hier lang. Batterie ist fast leer. Oh, Leute. Was ist da los? Der Typ, der ist mir auch unsympathisch. Die Akten, die kann man immer mal gebrauchen. Danke. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychologische, akute... psychopathologische, akute... Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Merkoff-Erfolgsberater zu halten. Der liegt immer noch da. Okay. Solange die alle noch da liegen, wo sie hingehören, ist alles gut in den Firma. Okay. Okay. Wo kommen wir her? Also wir können uns jetzt da durchquetschen hier. Okay. Hier geht's nicht lang. Hier wurde gerade gespeichert. Dann würde ich fast sagen, es ist eine ziemlich ruhige Folge gewesen, in der es mehr darum ging, vorsichtig um die Ecken zu gehen. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung dalassen. Würde uns freuen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao.